Ein wunderschöner. Jo, herzlich willkommen, Klicker Hero, Level 27. Folge 27. Ja. Wir sind wieder im Game. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie, ich gucke gerade hier, ich gucke auch ab und zu andere Let's Plays, ne? Zum Beispiel hier haufenweise von Gronkh. Und irgendwie kam ich jetzt zu den anderen Let's Plays auch mal wieder auf ein Klicker Hero Let's Play jetzt die Tage. Also heute Mittag. Also, vor 3 Stunden, keine Ahnung. Und jetzt gucke ich gerade das von. Hier bitte beliebige Wortlaute einfügen. Und ich verstehe es immer nicht. Warum nutzen die anderen Player. Also, es gibt mittlerweile sehr viele Let's Player, die Klicker Heroes Let's Played haben. Aber alle nutzen immer irgendwelche Calculator, irgendwelche Autoklick. Also. Nicht den Autoklicker, sondern externe Programme. Warum? Ich meine, gut, vielleicht komme ich aus einer falschen Ära. Ich meine, an meiner Schule damals haben wir noch mit einem Amiga gespielt. Das waren die Kisten, wo du beim Einschalten einen großen Stream bekommen hast, bitte Bootdiskette bzw. Systemdiskette einlegen. Nur halt auf Englisch. Ich weiß nicht, also irgendwie Calculator ist für mich echt das allerbeschissenste, weil da kann ich überhaupt keine eigene Strategie aufbauen, wie ich was mache, dass das wie effektiv ist. Also, ich meine, da kannst du ja gleich alles dem Spiel machen lassen. Hast du wirklich ein reines Idle-Game zum Zugucken? Nee, also fragt mich bitte niemals in den Kommentaren um sowas. Ich werde weder externe Autoklicker benutzen, noch irgendwelche Calculator benutzen, noch sonst irgendwas. Nee. Was ich aber mal mache, da habe ich heute früh mal reingeguckt, was wir tun können, was ich auch schon gemacht habe, ist, da brauche ich kurz Internet, habe ich, lol, und zwar tun wir machen etwas, was ich schon längst hätte machen können, und zwar ein Clan, yay! Wo ist auch immer Clan? Oder können wir noch gar keinen Clan annehmen? Das war doch irgendwie ab Level 50 oder so, oder nicht? Okay, wir können auch gar keinen Clan rein. Na gut, dann nicht. Dann ist das auch schon beendet, aber ich habe auf jeden Fall einen kleinen lokalen Clan gemacht. Wo bisher halt nur meine Tablet-Version drin ist. Das heißt, wir werden auch, sobald wir hier im Clan gehen können, das auch benutzen. Jetzt erstmal du. Dann erstmal du. Dann aktivieren wir erstmal hier alles, was irgendwie möglich ist. Und dann gucken wir mal, was wir so machen. Also, wir haben wieder ein bisschen Geld eingesammelt. Und ja, wir können nur 2. Das täuscht aber, weil die Viecher werden mittlerweile extrem teuer. Man merkt ja hier schon, wir haben in der Regel immer einen Schritt von, wie gesagt, 10. Heißt also, er kostet eine Summe X, er kostet das 10-fache, wieder das 10-fache, wieder das 10-fache. Gut, hier haut es nicht ganz hin. Aber so im Groben immer das 10-fache. Aber ab hier ist es auf einmal das 100-fache. 100, 100. Deswegen geht es hinten noch immer um 2 Stellen weiter. Weil quasi 2 Nullen dazukommen. Dementsprechend hätten wir also normalerweise schon 4 Monster oder 4 Helden. Das täuscht also bloß ein bisschen. Dennoch können wir uns hier ein bisschen was kaufen. Das heißt also von ihm erstmal 10 Level. Und dann nochmal von dem hier. Oh, ein Level, okay, immerhin. Und dann gucken wir mal weiter, was wir hier noch so auf Level 100 hochziehen können. Oh, eine ganze Menge. Wow, eine ganze Menge. Okay, dann würde ich mal sagen, legen wir einfach mal direkt los hier, ne? Also, why not? Erstmal alle schon auf Level 100 ziehen. Ah, sogar Armenhaupt. Nice, nice. Wobei, den müssen wir auf Level 250 ziehen. Das klappt auch. Geil. Dann gehen wir erstmal alle verfügbaren Upgrades kaufen. Ja, dabei wird das hier natürlich nicht mitgekauft, natürlich. Ist aber auch das einzige Upgrade, was hier dann außen vor ist, quasi. Heißt also, hier müsste eigentlich stehen, kaufe fast
alle verfügbare Upgrades. Wobei, genau genommen sind ja hier nicht alle, ne? Also von daher. Nee, aber es werden alle gekauft, außer das hier. Weil das ist halt das, was die Welt zurücksetzt. Und das wollen wir noch nicht machen. Weil, also ich versuche jetzt möglichst hochzukommen mit den Leveln. Damit wir endlich mal ein paar Heldenseelen bekommen. Damit wir mal unsere Antiken quasi ein bisschen hochleveln können. So. Okay, schon Angriffspower geben. Und während die da alles machen, können wir hier unsere Helden ein bisschen hochleveln. So. Hopp. Sehr schön. Und bei dem wird das nichts mehr genau. Schade eigentlich. Okay. Oh. Er hat noch ein Ding ab Level 125. Das wird auch nicht. Genau, wohl noch. Gleich haben wir es. Gleich. Komm. Hier noch einer. Yay. Und dann haben wir es wohl. Badam. Geht doch. So. Haben wir doch irgendwas offen hier oben? Nö. Gut, dann haben wir nämlich jetzt auch endlich mal diese beiden Dinger hier. Brauchen wir es fast nicht mehr, weil wir haben mittlerweile eine Kombo von fast 500.000. Aber ja, genau. Ich dann hoffe ich mal, dass bald mal ein paar Primary Bosse kommen. Also ein paar Urbosse. Die geben nämlich mehr Heldenseelen quasi. Normalerweise müsste ich eigentlich stimmen, wie viele ich bei der nächsten Ascension bekomme. Wo steht denn das? Hä? Das macht nicht wirklich Sinn. Oder haben wir echt noch keine einzige bekommen? Klar haben wir schon welche bekommen. Warum tauchen sie hier nicht auf? Du hast 0 Heldenseelen. Du erhältst eine Heldenseele, also 2000 Helden. Ja, ist aber... Die Frage ist, wie viel bekommen wir? 5. Warum steht das nicht hier? Normalerweise steht das doch hier. Naja, nevermind. Okay, halt also wir bekommen, oder wir würden jetzt gerade mal 5 bekommen. Das ist natürlich noch weit zu wenig. Wir müssen also noch ein bisschen hochleveln hier. Ja. Ab Blütenhalle wird es dann richtig teuer. Das heißt, wir können uns den erstmal nicht holen. Wir werden also erstmal den tatsächlich weiter leveln als Level 10. Jo. Das hier können wir mal aktivieren. Warum nicht? Windmacherin. Oh, die gibt einen Bonus auf alle. Das ist natürlich, Badam. Ach, okay. Ach komm, wisst ihr was hier, so lange wie das geht. Machen wir das mal. Von sich selber. Schade eigentlich. Hä, haben wir nicht noch schon mal? Ah, stimmt, dir fehlt doch noch das ganz unten. Goddammit. Level 100. Schaffen wir aber noch nicht, aber gleich. Wie viel brauchen wir? 8, wow, schaffen wir schon. Warte. So, jetzt müssen wir bloß noch warten, bis wir 1 E6 haben wir auch gleich. Badam. Nice. Geil. Ich meine, jetzt klicken würde nichts bringen, weil das letzte, was wir angeklickt haben, ist das hier. Da müssen wir immer noch 7 Stunden warten. bringt also nicht allzu viel. Aber. Na, man kann es ja mal im Hinterkopf behalten für eines von diesen Funktionen zum Beispiel. Das Traurige ist halt wirklich, es muss halt zuletzt angeklickt worden sein. Ja, und das ist halt leider nicht der Fall. Schaffen wir den hier?
Ja, doch, wenn wir es schaffen. Wir kriegen über zwei Heldenseelen. Ich probiere mal hier ganz das mitzuklicken. Aber kann man das wird definitiv nichts. Na gut. Dann müssen wir warten bis. Nee, trotzdem zu lange. So, ich schaffe es auf jeden Fall. Könnte ich eigentlich nicht mal helfen? No problemo. Yay. Ja, komm, hier, bam. 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 Sehr schön. Solche Sachen gelten natürlich alle auch samt für den Autoklicker, ne? Also, wurde gemerkt. Und Fun Fact, das hier oben ist nichts anderes als genau der gleiche Autoklicker. Das heißt also, ja, ist beides genau das gleiche. Und alle Bonis, die irgendwas mit Klicken zu tun haben, also das hier zum Beispiel mit dem kritischen Klicktreffer oder mit dem 200% plus Klickschaden, beziehen sich demnach auch alle auf alle Autoklicker. Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel die halt mittels den kombiniere, dann habe ich halt das jeweils 10 Mal pro Sekunde plus das, was ich klicke. Und wenn ich das sogar noch mit dem Autoklicker kombiniere, habe ich halt also praktisch 20 plus einmal von dem hier 10 und einmal von meinem 10 plus halt das, was ich mache. Ne? Also das ist eigentlich ganz cool gemacht. Ja, ist ganz geil. So, jetzt können wir hier ein paar Level spendieren. Level 25 erhöht bloß seinen eigenen Schaden. Schade eigentlich. Kommen wir überhaupt auf Level 25? Doch, müsste gehen. Das nächste ist Level 50. Kommen wir da schon hin? Noch nicht ganz, aber fast. Brauchen wir bloß noch ein bisschen sparen. Dann haben wir das auch. Gott, wie schnell wir hier leveln. Oh, wir können aber auch warten. Oh, lol. Okay, okay, gut. Ich warte lieber noch. Wir können uns den gleich leisten. Ging ja doch schneller als gedacht. Nice. Das ist cool. So, ansonsten, genau, hier oben haben wir, wie gesagt, alles. Also hier bringt nichts mehr irgendwas. Das Einzige, was dann halt wäre, ist, dass wir irgendwann mal dann anfangen, die ganzen Viecher, also wenn wir dann wirklich gegen die, oder gegen das Ende der Ascension gehen, dass wir dann wirklich anfangen, die ganzen Typen hier hochzuleveln, um darüber noch ordentlich Level einzufahren. Also können wir jetzt sowieso schon ein bisschen anfangen, hier aufzuräumen. Badam, badam, badam. Badam, 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 badam. Wo ist denn 125? Da kommt erst noch. Döp, 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 döp. Und da ist er. Oh, sind sogar zwei. Gut. Die ziehen wir nämlich auch mal hoch auf Level. Auf ein sauberes Level. So. Kommt doch 125er. Nee, 150er, okay. Gut, dann machen wir das mal. Uah! Oh. Ja, das war jetzt ein bisschen, ich würde nicht sagen dumm, aber zumindest total bescheuert. Gut, ganz ehrlich, warum nicht? Dann können wir einfach hier, dann ziehen wir einfach mal auf 300. Beziehungsweise, weißt du was? Komm, wir sind ja hier nicht so. Wir ziehen einfach mal alle auf das Maximale, was möglich ist. Hopp. Die lasse ich jetzt mal auf 150. So, das heißt, so oft klicken. Ach ja. Ach Gott, da war ja was. Wow. Das ist beschissen. Ja, bei der mobilen Version, das ist so, wenn man diesen 100-fach aktiviert, also das hier, dann kann man das nur drücken, solange man das auch kaufen kann. Bei der PC-Version wiederum ist es aber so, man kann das hier immer kaufen und es wird dann halt einfach so viele Levels gekauft, wie geht. Das ist beschissen. Ist das behindert? Okay, na gut. Müssen wir also später wieder fixen hier. Diese Zahl sieht kacke aus. Ich bin ein bisschen pingelig. Ja. Das ist natürlich. Gut, den schaffen wir nicht. Vor allem nicht nach der Katastrophe gerade eben. Das ist traurig.
Wow. Das ist. Wäre witzig, wenn es nicht mir passieren würde. Na gut, komm, noch ein bisschen. Ja, komm gleich. Alter, komm, ey, jetzt will uns hier. Ernst, also. Boah. Danke. Arschloch. So. Okay. Ja, machen wir mal weiter. Also immer drauf achten, vorm Klicken, dass diese Zahl hier gelb ist. Was ist das behindert? Wer erfindet denn so einen Dreck? So, und ja, das lohnt sich, weil wie gesagt, ab Level 200 gibt es ja diesen schicken Bonus, dass sie dann pro 25 Level immer vierfach so stark werden. Vor allen Dingen, umso mehr Level wir hier reinbuttern, umso mehr Heldenseelen bekommen wir. Weil alle 2000 Level, die wir hier haben, insgesamt, gibt es halt eine Heldenseele. Und das ist geil. So. 1, 2, 3, 4, 5. So. Kann man nur noch was? Ja, der kann auf Level 800. 1, 2, 3, 4, 5. Geht auch. 1, 2, 3, 4, 5. Geht auch noch. Sehr schön. Das heißt, alleine die drei bringen uns mittlerweile schon eine Heldenseele ein. Das ist ganz geil. Das kann man definitiv so machen. So, dann gucken wir mal, was hier unten abgeht. Wir können uns mittlerweile von ihm sogar noch ein Level leisten. Das ist ganz schnieke. Und dann müssen wir bald mal anfangen, das hier zu fixen. Das ist absolute Katastrophe. Wie konnte das passieren? Ah, ist mir noch zu... Gut, okay. Ich lasse erstmal bis 160. Das sieht zumindest nicht ganz so kacke aus wie eine komplett ungerade Zahl. Aber ist mir halt gerade wirklich erstmal zu teuer. Das ist Bullshit. Egal. Komm, lass mal. Ich werde nicht weiter drüber aufregen. Sonst würde ich noch wie Gronkh, der das Spiel erstmal auf eine CD brennt und dann die CD zerbricht. Ne? Gut, okay, also Gronkh hat keine CD gebrannt, aber hat eine Original-CD zerbrochen. Hä? Oh, wow. Danke dafür. Ach ja, aber wir den nicht geschafft haben, ja. Klar. The Warrior Wolf. Gut. Noch ein Fisch. Yay. Leider bekommen wir keine Rubine mehr, weil, ja. Ist ja voll. Aber wir brauchen, wie gesagt, derzeit keine Rubine mehr. So, was ist hier? Was geht hier ab? Die sind alle noch aktiv. Oh ja. Der wird so hart sterben. Der wird so hart sterben. Sind alle Level 1? Ah ne, er ist Level 2. Nice. Na gut. Ja. Was willst du machen? Level 137. Wow. Geht ja tatsächlich. So, ich glaube, beim nächsten Boss, wenn wir den nicht direkt schaffen sollten, aktiviere ich einfach mal wieder Skill 1 und 2. Beziehungsweise können wir eigentlich gleich machen, ganz ehrlich. Ja, erstmal gucken. Okay, ich glaube, brauchen wir gar nicht. Die Sache hat sich gerade erledigt. Yay, Goldkiste. Wuhu. Gut, 2E28 kriegen wir auch gleich zusammen. Ja, sag ich doch, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir definitiv, da brauchen wir keinen Skill. Und das war wieder kein Urboss. Das ist natürlich schade. Oh, wir haben. Hä? Level 140 war so ein Ding? Nein. Was ist denn das mit den Leveln? Okay. Das
10 kritische, 25 Klickschaden. Ach da, 140. Das nächste wäre dann 160. Auch kriegen wir noch hin. Das kriegen wir noch hin. Das kriegen wir auf jeden Fall sogar für... Naja, vielleicht heute, ich weiß nicht. Könnte was werden, aber 20 Level, das dauert halt von der Zeit her. Und viel länger als diese 12 Minuten, die wir hier noch haben, will ich auch nicht machen. Von daher kann es durchaus sein, dass wir alleine von der Zeit her nicht schaffen. Gucken wir einfach mal. Einfach mal schauen, wie weit wir kommen. Und ja, auf jeden Fall, egal wie weit wir kommen, wir haben ja jetzt schon 12 Helden. Das ist nichts. Nee, okay, doch nicht. Nee, ich wollte gerade sagen, egal wie weit wir kommen, nächste Folge machen wir auf jeden Fall eine Ascension, also am Ende der nächsten Folge. Aber wir bekommen echt kaum Heldenseelen. Alternative wäre natürlich, ich weiß nicht, ob wir das machen sollten, wir könnten einfach durchziehen, komplett bis Level 300, weil ab 300 wäre dann die Transcension möglich. Würde uns ein bisschen was bringen, aber ich weiß nicht, ob wir das schon machen sollten. Muss ich noch gucken. Ja, auf jeden Fall jetzt erstmal 1E40, der kostet schon das Zehnfache von ihm. Ja, siehst du, also geht's ab jetzt los mit den E15er Sprüngen. Eben, er hat nämlich 1E24 gekostet und er jetzt 1E40, also ja, gut, ein paar E4, also durchschnittlich so 1E15 Sprünge. Ab hier wird es also teuer. Wer weiß, vielleicht schaffen wir es trotzdem schon in der nächsten Folge. Ich bin da sehr optimistisch. Tatsächlich. Wir sind doch jetzt 150? Okay. Level 160 schaffen wir locker noch. Ich nehme alles zurück, was ich gerade gesagt habe. Alter, diese Combo, die haut so hart rein. Das ist doch ein Witz, ist das doch. So, wir haben übrigens noch ein paar Guilds. Ne? Für 140 haben wir ein Guild. Für 150 müssten wir auch einen bekommen. Genau. Da, 150. Wildaufseher. Mal, leider keine starken, sondern alles weiter oben. Ja, nur noch 3T, aber die macht halt Leute auch kaum Damage. So, jetzt haben wir auf ein sauberes Level. Sehr schön. Easy, geht doch. Meine Güte. So, jetzt haben wir alle auf saubere 200er, also auf saubere 100er Level. Das passt ganz gut. So, ja, 150 haben wir auch geknackt. 155 haben wir gerade auch geknackt. So, das heißt, wir können ihn schon... Ach, wieder das für alle helfen. Das ist natürlich geil. Dann machen wir das auch mal. Das ist wieder nur für ihn selber. Egal, wir haben gerade die Kohle. Und mehr hat er gar nicht. Sehr schade. Egal. Damit es wieder schönes Level ist, ne? Kennt man ja. Meine Sorgen und Nöte. Alter, der Balken sinkt immer noch so, sinkt immer noch so extrem schnell. Halleluja. Und wir haben noch ganze 10 Minuten. Bin ich aber gespannt, wie weit wir in den 10 Minuten noch kommen. Das gefällt mir gerade ein bisschen. Doch, das kann man definitiv sagen. Ich glaube, wenn es so weitergeht, schaffen wir den furchtlosen Ritter definitiv in der nächsten Folge zu kaufen. Das ist krank. Das ist einfach nur krank. So, aha, tada, bam. Erreiche es 100, 300, um Überschreitung freizuschalten, also diese Transcension. Das macht Folgendes. Wir haben ja bereits die Ascension kennengelernt. Das heißt also, das Ding hier, wo wir praktisch, zurücksetzen können auf Level 1 und dafür praktisch Heldenseelen bekommen. Mit den Heldenseelen können wir dann die Viecher hier kaufen. Und genau das gleiche, nur in Schwarz.
wäre die Trendsension. Das ist genau das Gleiche. Sie ist ein bisschen rabiater, das heißt, wenn wir die auswählen, wird wirklich nahezu alles zurückgesetzt. Wir bekommen also wir verlieren, ich weiß nicht, die Söldner behalten wir, glaube, aber wir verlieren die alle, wir verlieren alle Helden, wir verlieren unser gesamtes Gold. Das Einzige, was wir wirklich behalten, ist quasi unsere Rubine, unsere Söldner, ja, und das war's. Ach ja, und den Autoklicker hier, den behalten wir auch, weil der ist ja mit Rubin gekauft. Der hat also hiermit erstmal nichts zu tun. Von daher ist der auch außen vor. Ja, und wir verlieren alle Guilds, wobei wir die Gilde dann nach und nach wieder zurückbekommen. Aber wir verlieren quasi alles. Und bekommen aber dafür im Wert der Heldenseelen, die wir hatten bis dahin, bekommen wir dafür, Gott, wie heißt die Dinger? Also, eine neue Währung. Das ist wieder je nachdem, heißt also, man bekommt nicht pro Heldenseele eine von der neuen Währung. Gott, wie heißt das Ding? Ja, keine Ahnung. Sondern es ist halt praktisch, es ist auch wieder gestaffelt. Heißt also, für eine Heldenseele bekommst du 1, für 10 Heldenseele bekommst du 2, für 100 Heldenseele bekommst du 3. Also jetzt nicht genau so gestaffelt, aber damit man sich so vorstellen kann, was ich damit meine. Ja. Und mit denen kann man sich dann sogenannte Outsider kaufen. Und ich glaube, ich hatte schon mal erklärt, die sind halt praktisch genau wie die, haben auch so eine Effekte, sind aber wesentlich stärker. Zum Beispiel, wenn wir uns einen holen, der gibt uns in der nächsten, also nach der Transcension dann, mehr Heldenseelen. Und zwar nicht nur so 10 oder 20 oder 10% oder 20%, sondern wenn wir uns richtig anstellen, mehrere 1000%. Das heißt, wir bekommen statt hier so ein paar, ich weiß nicht, wie viele wir jetzt haben, ja, statt 16 Heldenseelen hätten wir jetzt schon weit über 160 Heldenseelen. Und das haut dann richtig rein. Nachteil ist aber, die Transcension bringt nur etwas, also bringt halt am Anfang kaum etwas. Das heißt also, wir fangen wirklich wieder bei Null an. Bei E-Mail zum Beispiel, da haben wir ja, wenn wir eine Ascension machen, haben wir danach ihn hier. Damit geht die nächste Ascension wesentlich schneller. Die verlieren wir aber alle, wenn wir eine Transcension machen. Das heißt also, ja, wir stehen quasi. Warte mal ganz kurz. Wir stehen quasi wieder vor nichts. Und müssen quasi die erste Ascension nach der Transcension wieder wirklich langsam loslegen, bis wir dann wieder die ersten Heldenseelen bekommen, um uns dann wieder die Fischer hier zu holen. Viele Spieler machen das so, dass sie sich praktisch Rubine aufsammeln und dann nach der Transcension eine Quick Ascension holen, sollte sie praktisch in unserem Fall, also es wird ja alles zurückgesetzt. Nach der Transcension wird alles, was mit Heldenseelen zu tun hat, zurückgesetzt. Heißt also, direkt nach einer Transcension bekommt man, egal was man davor hatte, bei einer Quick Ascension nur 7 Heldenseelen. Und das nehmen halt viele, damit sie überhaupt erstmal wieder anfangen können und sich erst gleich ein paar von den Dingern hier holen können. Ich weiß nicht, weil, ja, sowas habe ich halt persönlich noch nie genutzt. Sondern ich habe halt wirklich nach den Transcension einfach von Null begonnen und habe mich halt wieder hochgearbeitet. Ohne irgendwelche Booster. Könnten wir aber tatsächlich hier im Let's Play machen. Problem ist halt, wir brauchen dafür 50 Rubine. Das heißt, wir müssten, wenn wir das machen wollten, müssten wir vor der Transcension noch mindestens 2 Ascensions machen, damit wir wieder auf 50 Rubine kommen. Muss man überlegen, ob sich das lohnt. Würde ich fast machen, weil ganz einfach der Grund, nach dieser Ascension jetzt, geht jede nachfolgende Ascension super schnell. Weil, ich meine, wir haben jetzt schon 21 Heldenseelen. Das heißt, wir könnten ihm hier locker nochmal 2 Level spendieren, dann haben wir 0,05. Wir könnten aber auch den Level spendieren und egal was wir machen, sie werden halt einfach nur noch immer stärker. Das heißt also, die nächsten Ascension werden immer und immer schneller. Von daher würde ich halt wirklich machen, dass wir, bevor wir die Transcension machen, erstmal noch ein paar Ascension machen,
Weil wir kommen eh noch nicht bis Level 100, bis Level 300. Und dann sehen wir erstmal weiter. So wie ich halt erstmal vorgehen. Ja, so viel dazu. So, was geht hier ab? Ich wollte hier nochmal ein Level holen. Oh, aller Helden. Ah, also wieder Exam-Boost. Ah, Klickschaden, das ist mal geil. Da wir jetzt hier durch den Autoklicker die ganze Zeit klicken. Eben, weil die ganzen Sachen hier mit Klickschaden und kritischen Klickschaden, wie gesagt, gilt halt alles auch für Autoklicker. Von daher können wir die Sachen weiterhin hochskillen, obwohl wir selber nicht mehr klicken. Ist ganz cool. Ist ganz geil. So, ey, da kamen wir. Ey, komm, wir haben immer noch mehr als 2 Minuten und sind jetzt schon Level 170. Vielleicht erreichen wir Level 300 doch schneller als erwartet. Vor allem langsam bekommen wir echt ein paar Heldenseelen. Das ist. Ja, hier steht ja immer noch mal, was man behält: Heldenseele, Rubine, Antiken, Reliquien, Erfolge und Söldner. Und genau so ein Fenster kommt halt dann auch bei der Trendstation. Das heißt also, wir können uns dann nochmal in Ruhe alles angucken, was wir behalten, was wir verlieren und so weiter und so fort. Tja. Ja, nee, für 21 lohnt sich auf jeden Fall noch nicht. Also wie gesagt, mit der Ascension jetzt, mit der nächsten Ascension, warte ich auf jeden Fall bis zur nächsten Aufnahme, bis heute Abend und dann mal gucken, wie weit wir dann kommen. Ja. Oh, der Boss war gerade schon ein bisschen knapper, kann das sein? Wir hatten gerade noch 4 Sekunden. Das heißt, für den nächsten Boss werde ich dann wahrscheinlich dann doch. Achso, beziehungsweise ich kann ja erstmal gucken, wie weit wir hier hochleveln können. Ah, okay, könnte tatsächlich sein, dass wir für den nächsten Boss dann doch die beiden Skills hier brauchen. Müssen wir mal gucken. Weil der Balken geht gerade relativ, also relativ langsam wieder zurück. Vor allem. Man sieht immer diese Sprünge, die sie machen, bei diesen kritischen Klickschaden, weil wir einfach mal einen kritischen Faktor von mittlerweile fast 20 haben. Das haut schon rein. Das kann man schon so sagen. Wisst ihr, wie viel Fluch eigentlich die Wahrscheinlichkeit gerade? Oh! Ja gut, knapp jeder 10. Treffer ist ein kritischer Treffer. Halleluja. Das gefreut mir. Ich würde mal sagen, Level 180 machen wir dann noch. Vielleicht ist bis dahin das schon fertig. Also, werden wir sehen, entweder schaffen wir 180 auch ohne die beide. Oder sie sind bis dahin schon fertig und dann nutzen wir die gleich. Auf jeden Fall mache ich dann nach Level 180 dann noch erstmal wieder Schluss. Rest, wie gesagt, dann alles in der nächsten Aufnahme. Ach Mann, komm, mach ihn. Er hat auch definitiv vorher fertig. Beziehungsweise den, die brauchen wir gar nicht. Können wir höchstens jetzt verwenden, um noch ein bisschen zu farmen. Schnauze da draußen! Hab nichts gesagt. Ja, so lala, ne? Ach, wisst ihr was? Ist zwar eine absolute Verschwendung, aber ich mache gleich etwas, wo jeder schreiben dürfte. Einfach, weil danach sowieso Feierabend ist. Tada! Alter! Also für sowas Mickriges habe ich das Ding hier echt noch nie verschwendet. Na gut. Egal, wie gesagt, wir sind da jetzt gerade noch am Sparen. Danach kommt dann eh der Boss. Den Boss dürfte man mit Leichtigkeit schaffen. Und dann ist eh Schluss für heute. Also für die Aufnahme. Von daher. Ach, der kommt eh nicht mehr. Lol. Ja gut. Dann egal, ist er dafür Level 100. Dann können wir uns nächste Folge komplett auf ihn hier konzentrieren. Beziehungsweise ich gucke nochmal ganz kurz rein. Vielleicht kann ich hier jemanden noch 100 Level spendieren. Da und da zum Beispiel. Oder da zum Beispiel. Oder da zum Beispiel und da nochmal. Gott, also wie viele Level wir mittlerweile schon hier leveln können, ne? You know what I mean? Oh, das nicht mehr? Schade eigentlich. Oh, wir sind bereit im Boss. Haha.
Okay, schaffen wir so nicht. Also, bap, und dann 1, 2, 3. No problemo. Oh mein Gott. Das ging ja durch wie Butter. Gut, ja. Dann würde ich mal sagen, wir haben diesmal relativ... Gut, okay, jetzt die letzten waren leider keine Primal. Schade eigentlich. Auf jeden Fall würde ich mal sagen, wir machen hiermit jetzt Feierabend. Ich warte noch mal, bis auf Level 140 geht, damit ich dann das Ding deaktivieren kann. Was irgendwie wieder dauert. Gucken, ob wir hier noch 500 Level spendieren können, so als Abschlussarbeit quasi. Aha. 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 Ja. Oh. Ja. 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 Schade. Auf Level 1000 kriegen wir noch keinen. Na gut. Dann lassen wir das erstmal sein. So, wir sind Level 184. Das heißt, ich kann das Ding jetzt deaktivieren. Und in der nächsten Aufnahme können wir uns gleich um den nächsten Boss kümmern. Das gefällt mir. In dem Sinne würde ich mal sagen... ich mache mal erstmal hier Zollbildung bloß aus. In dem Sinne würde ich mal sagen... Schau mit V. Bis zur nächsten Aufnahme. Tschüss.